Es gibt Neuigkeiten zu Jurassic Park Survival. Und nein, Moment, ich korrigiere das gerade nochmal. Es gibt wirklich unfassbar interessante, ziemlich geile Neuigkeiten. Und wenn ihr schon gehypt gewesen seid, als der Teaser damals veröffentlicht worden ist, dann wartet mal ab, was ihr jetzt hier in diesem Video erfahrt. Wir springen jetzt mit rein. Alle neuen Infos zu Jurassic Park Survival. Viel Spaß! Ja, generell hat das Spiel Jurassic Park Survival bisher bei uns allen doch so eine Art Achterbahn der Gefühle verursacht. Denn ich meine, das Spiel ist damals aus dem Nichts heraus erschienen. Und als wir damals den ersten Teaser gesehen haben, da war das doch gleich so ein Gefühl von nach Hause kommen. Wir selbst schlüpfen jetzt in die Rolle einer Wissenschaftlerin, die auf der Isla Nublar zurückgelassen wurde, direkt nach den Ereignissen vom allerersten Jurassic Park Film. Und jetzt müssen wir selber sehen, wie wir auf der Insel überleben und die auch wieder verlassen können. Der Teaser an sich hat uns jedoch gar nicht mal allzu viel gezeigt. Wir haben einige Cinematic Cuts bekommen und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Wenn ich von Spielen irgendwelche Cinematic Trailer bekomme, finde ich das meistens sehr langweilig, weil die können natürlich alles zeigen. Wichtig hierbei ist das Gameplay und da haben wir gesehen, dass die gesamte Nummer in der Ego-Perspektive gespielt werden kann. Bisher gibt es zwar auch erste Gerüchte, die behaupten, dass man während dem Spiel auch in eine Third-Person-Sicht switchen kann, so wie es auch die Resident Evil Spiele gemacht haben, davon ist aber noch rein gar nichts bestätigt worden. Ebenfalls auch alle Legenden da draußen rund um einen VR-Port. Ich kann es mir ganz gut vorstellen, aber davon gibt es ebenfalls auch noch keine offiziellen Stellungnahmen. Ebenfalls war das Gameplay-Material, das wir im allerersten Teaser gesehen haben, immer mit einem Alpha- oder mit einem Beta-Stempel versehen. Das heißt, dass das Gameplay-Material noch nicht das wirklich fertige Material ist. Das kann nochmal überarbeitet werden oder wird eben nochmal überarbeitet und wird demnach auch im fertigen Spiel wesentlich besser aussehen. Und dann wurde es irgendwann still um das Spiel. Wir wussten zwar, es kommt raus, wir wussten aber nicht, wann kommt die ganze Nummer jetzt raus. Das Einzige, was wir bestätigt bekommen haben, ist ja, dass dieses Spiel wirklich zum offiziellen Kanon der Filme mit dazugehört und sich eben zwischen Jurassic Park 1 und Jurassic Park 2 einreiht. Jetzt haben wir allerdings den Jurassic June offiziell gestartet. Der gesamte aktuelle Monat steht im Zeichen des Jurassic-Franchises und hier werden wir nun auch scheinbar einige Veröffentlichungen bzw. einige Ankündigungen bekommen, welche wir laut Gerüchten ebenfalls noch diesen Monat bekommen. Das wirst du ganz am Ende von dem Video erfahren, da gehe ich erstmal drauf ein. Allerdings haben wir bereits jetzt erste offizielle Details zu Jurassic Park Survival bekommen, die ganze Nummer nochmal ein bisschen erweitern. Sprechen wir vielleicht einmal über das mitunter interessanteste, möglicherweise sämtliche Xbox-User der aktuellen Generation, das ist Xbox Series X, glaube ich, können das Spiel bereits jetzt schon herunterladen. Das heißt, sogar wenn du das Game noch nicht besitzt, kannst du sämtliche Installationsdateien bereits herunterladen und eben schon mal installieren, damit du dann, wenn das Spiel veröffentlicht wird, dir diese ganze Chose sparen kannst und sofort anfangen kannst zu spielen. Ich habe jetzt eben gerade auch mal hier bei mir auf der PlayStation 5 geguckt und hier ist das Spiel zwar auch schon gelistet, wir können die Dateien aber scheinbar bisher noch nicht runterladen, zumindest vorab. Das könnte einfach ein kleines Extra für sämtliche Xbox-User sein. Das ist aber auch gar nicht mal die wichtige Information dahinter. Wichtig ist dabei die Information, dass man nun also über den Xbox Microsoft Store ebenfalls sehen kann, wie groß die Datei des gesamten Spiels ist, wenn man die eben herunterlädt. Und zwar handelt es sich hierbei um ganze 70 GB an Downloadmaterial für dieses Spiel. Wer mit der Größe der Datei jetzt nicht allzu viel anfangen kann, hier mal ein ganz kurzes Beispiel. Das Remake zu Resident Evil 4 hat eine Download-Datei von um die 60 GB. Das ist ein bisschen mehr, aber Pi mal Daumen 60 GB. Laut offiziellen Angaben hat Resident Evil 4 eine ungefähre Spielzeit von 18 Stunden. Das hängt natürlich immer sehr stark davon ab, wie viel ihr rumläuft, wie viel ihr auch erforscht. Ich habe für den vierten Teil, glaube ich, sogar über 20 Stunden gebraucht. Das ganze Spiel wird übrigens definitiv nicht linear werden. Das haben wir uns ja auch schon ungefähr gedacht. Allerdings wurde auch die Open-World-Theorie noch nicht bestätigt. Nein, es wurde eben nur gesagt, das Ganze wird hier kein lineares Spiel. Es wird das sogenannte Backtracking beinhalten. Das bedeutet, dass wenn wir an einem Ort bereits gewesen sind, können wir auch zu diesem Ort wieder zurückkehren. Quasi dasselbe Prinzip wie auch bei Resident Evil selber.
Das heißt nicht, dass wir eine Open-World-Map ausschließen sollten, aber bisher wurde das eben noch nicht bestätigt. Nein, wir haben jetzt, wie gesagt, allerdings die gesamten Gigabyte-Daten plus noch eine sehr wichtige Information, nämlich ein PEGI-13-Schild unten am Download-Button bei den Xbox-Usern. Unter diesem PEGI-16-Schild könnt ihr dann auch den Grund lesen, warum das Videospiel so eingestuft wurde, nämlich wegen Strong Violence und Horror. Also, der Horror-Aspekt scheint hier tatsächlich ein essentieller Part dieses gesamten Spiels zu werden, plus eben noch Strong Violence, also harte Gewalt, die scheinen das Spiel jetzt mit einem PEGI-16-Siegel versehen zu haben, was hierbei sehr interessant ist, denn wir müssen uns mal vor Augen halten, welche Spiele denn noch ein PEGI-16-Zeichen tragen. Unter anderem sind das Spiele wie Jurassic World Evolution 2. Die haben allerdings unter dem PEGI-16-Titel eine ganz andere Begründung. Unter anderem wird hier die Strategie und eben auch die Schwierigkeit des Verständnisses dieses Spiels hervorgehoben. Ebenfalls steht das PEGI-16-Zeichen auch für Serie realistische Gewalt. Da habe ich euch hier unten mal die Definition eingeblendet. Und das haben wir auch bei Jurassic World Evolution 2. Das heißt nicht, dass die Gewalt jetzt hier total ausarten muss, dass wir Organe rumfliegen sehen oder irgendwelche Blutfontänen. Nein, da geht es hierbei darum, dass sich die Gewalt in den Spielen eben sehr real anfühlt. Das heißt, das neue Jurassic Park Spiel scheint tatsächlich einen sehr starken Fokus auf eine gruselige Atmosphäre und wirklich einen Survival-Horror zu legen. Die Entwickler selber haben dieses Spiel inzwischen wie folgt beschrieben. Intensiver Science-Fiction-Horror mit Tod und Gewalt von Dinosauriern gegenüber den Menschen oder eben auch gegenüber anderen Dinosauriern. Ebenfalls wurde hierbei auch nochmal auf den sogenannten Randomizer eingegangen. Den haben wir auch schon mal besprochen. Da geht es eben darum, dass Dinosaurier jetzt nicht immer geskriptet an bestimmten Punkten erscheinen müssen. Das heißt, wenn ich das ganze Spiel spiele und ich laufe jetzt zum Besucherzentrum, dann könnten mir die Dilophosaurier entgegenlaufen, eventuell aber auch nicht. Genauso wird es dann ebenfalls auch bei euch sein. Bei euch können Dinge, wenn ihr von Punkt A nach Punkt B lauft, anders ablaufen als jetzt bei mir. Gerüchten zufolge soll das sogar nicht nur auf Dinosaurier angewendet werden, sondern ebenfalls auch die Umgebung. So meinen erste angebliche Testspieler mitbekommen zu haben, dass der Spieler es hin und wieder mit enormen Wassermassen zu tun bekommt und dass diese Wassermassen die Karte beeinflussen können. Und wie gesagt, die Karte könnte demnach bei mir anders beeinflusst werden als bei euch, wenn bei mir irgendwo ein Damm bricht und mir den Weg zum T-Rex-Gehege versperrt, könnte es sein, dass ihr da einfach ganz gemütlich dran vorbeilaufen könnt, wohingegen ich dann vielleicht aber leichter woanders hinkomme, wo dann bei euch bestimmte Dinge passiert sein könnten. Und ob der Randomizer jetzt hier wirklich auch die Umwelt beeinflussen wird, das bleibt erstmal noch ein Gerücht, aber ich könnte mir das ganz gut vorstellen, denn wir sehen ja auch im Trailer nahezu nur durchgehend irgendwelche regnerischen, nassfeuchten Szenen. Möglicherweise spielt das gesamte Spiel während eines Sturms, der nun auf die Insel trifft, und das Element Wasser selber könnte hier wirklich essentiell für die ganze Nummer werden. Das bleibt jedoch erstmal abzuwarten, bis wir einen weiteren Trailer bzw. einen ersten richtigen Trailer bekommen, und der steht scheinbar ganz kurz bevor. Laut diesen Gerüchten sollen wir am 7.6., also am 7. diesen Monats, einen offiziellen, richtigen Story- und Gameplay-Trailer zu Jurassic Park Survival bekommen. Und das deckt sich so ein bisschen mit der Info, die ich mal im Community-Part gepostet hatte. Da habe ich was vom 8.6. erzählt. Mir wurde zugetragen, um den 8.6. herum bekommen wir eine neue Information gedroppt. Das könnte sich mit dem 7.6. tatsächlich decken. Hier sollen wir den ersten offiziellen Trailer bekommen. Und jetzt kommt's noch besser. Das, was ihr jetzt erfahrt, ist wirklich nur ein Gerücht. Ich kann mir vorstellen, dass das Ganze passieren könnte, will sie aber auch nicht beschwören. Laut Gerüchten sollen wir nicht nur um den 7.6. herum den ersten offiziellen Gameplay- und Story-Trailer bekommen. Tatsächlich soll bereits eine Woche später, laut diesen Gerüchten, ein sogenannter Shadow Release stattfinden. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, geht's euch genauso wie mir. Ich musste auch erstmal nachschauen. Tatsächlich sind Shadow Releases aktuell etwas sehr Beliebtes bei vielen Firmen. Einer der bekanntesten Shadow Releases, der jemals gemacht wurde, war damals die Veröffentlichung von The Cloverfield Paradoxon, ist es, glaube ich, gewesen. Das musst du dir ungefähr so vorstellen, dass damals der allererste Trailer zu The Cloverfield Paradoxon gedroppt wurde. Und am Ende dieses Trailers stand dann folgender Text: Out now. Das Ding wurde gleichzeitig mit dem Trailer veröffentlicht und die Zuschauer konnten sich den Film direkt nach Schauen des Trailers auf Netflix anschauen.
Resident Evil 7 hat sowas ähnliches auch gemacht. Die haben damals, bei der E3 war es glaube ich gewesen, haben sie den allerersten Trailer vorgestellt, der auch aus dem Nichts gekommen ist, und kurz danach kam dann der große Titel, dass die Demo jetzt offiziell verfügbar ist. Ich will hier nicht beschreiben, dass das wirklich so passieren könnte. Ich schätze mal, was wir erwarten könnten, wäre, dass wir um den 7. oder eben 8.6. herum ein Shadow Release gedroppt bekommen, was die Demo zu dem Spiel angeht. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass wir nach Veröffentlichung des ersten offiziellen Gameplay-Trailers wirklich eine Schrift bekommen, dass die Demo eben jetzt zum Download bereitsteht. Lasst uns jetzt zum Abschluss des Videos nochmal ganz kurz über alle weiteren Gerüchte reden, was wir angeblich noch jetzt hier im Jurassic June für Infos und für Ankündigungen bekommen sollen. Unter anderem sollen wir angeblich eine Bestätigung bekommen, dass Jurassic World Chaos Theory Staffel 2 tatsächlich diesen Dezember noch auf Netflix erscheint. Dazu habe ich ja gesagt, ich glaube das nicht, weil für mich macht es irgendwie keinen Sinn. Die alten Serien kamen ja auch nur jährlich raus und da habt ihr mich eines Besseren belehrt. Nee, stimmt gar nicht. Ebenfalls sagt dieses Gerücht auch, dass Jurassic World Chaos Theory Staffel 1 und Staffel 2 zusammen produziert wurden. Das heißt, Staffel 2 müsste bereits fertiggestellt sein, und wenn das Gerücht stimmt, macht das natürlich auch Sinn, dass die zweite Staffel eben jetzt im September erscheint. Ebenfalls wird behauptet, dass mit Staffel 2 die gesamte Chaos Theory Geschichte fürs Erste zu Ende gebracht werden soll. Wir sollen also hier die Geschichte abgeschlossen bekommen. Wenn das erfolgreich sein wird, könnt ihr einen drauf lassen, dass die ganze Nummer irgendwann nochmal weitergeht. Man möchte aber jetzt hier erstmal einen Cut setzen, damit dann eben der gesamte Fokus 2025 auf den neuen Jurassic-Film gelegt werden kann. Und da kommen wir gleich zum nächsten Gerücht. Angeblich sollen wir ebenfalls diesen Monat den offiziellen Titel des kommenden Jurassic-Films erfahren. Und auch schon erste Story-Details verpackten einen ganz kleinen Teaser. Und da muss ich sagen, ja, den Titel kann ich mir ganz gut vorstellen. Wenn ein Teaser rauskommt, wird das wahrscheinlich aber nur sehr wenig sein. Da wird sehr viel schwarzes Bild sein mit sehr viel Text drin. Und dann am Ende vielleicht Scarlett Johansson, wie sie ihre Hand auf den Kopf eines Dinos legt. Denn die fangen ja jetzt erst an zu drehen. Also da kann noch nicht so viel Material dazu entstanden sein, dass sie uns jetzt schon einen richtigen Trailer präsentieren können. Das auf gar keinen Fall. Ebenfalls sollen weitere Spielzeuge, Sammelfiguren und ähnlicher Merch angekündigt werden. Das sind jetzt so sämtliche offiziellen Angaben plus eben relativ glaubwürdigen Gerüchte. Ich selbst würde mich darüber freuen, wenn wir vielleicht noch ein weiteres Projekt angekündigt bekommen, möglicherweise eine Serie über den Hurricane Clarissa. Aber das wäre auch dann vielleicht ein bisschen zu viel des Guten in das Jurassic-Universum. Das startet jetzt ja erst wirklich, deswegen, wenn das alles wirklich so kommt, dann bekommen wir dieses Jahr einiges an Jurassic-Content. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Jetzt bist natürlich wie immer du gefragt, was sagst du zu diesen neuen Infos? Hast du jetzt noch mehr Bock auf das Spiel? Würdest du dich über so einen Shadow Drop freuen oder würdest du sagen, ey, ich bin darauf seelisch und moralisch überhaupt nicht vorbereitet? Ich würde es sehr geil finden. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.